Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu LS15 auf der Alps Map mit dem Randy, den Werner von Burning Gamers und dem Freezy. Hallo. Hallo. Ich bin Back to the roots. Geht wieder los hier. Ja, Gott sei Dank, oder? Bei euch ist alles normal. Endlich wieder Yes. Forst. So. Endlich wieder Motorsäge in der Hand. Yeah. Richtige Männerarbeit hier. Ja. Wenn du das bei GTA machst, wirst du gleich wieder verhaftet, ey. Ah, mit der Motorsäge. Ja, Ja, das stimmt. Kannst du knicken. Das ist nicht so toll, das stimmt. Oh Mann. Aber GTA, spielst du viel GTA? Nee. Aber was heißt viel? Aber spielst du überhaupt GTA? Ja, schon ab und an schon, ja. Okay, eher so dieser. Ich bin ja ein GTA. Ich spiele gerne GTA. Aber eben diese Rennen, ne? Ich bin so eher so, ich fahre nur Rennen. Also online. Also Rennen bin ich gar kein Freund von, muss ich ehrlich sagen. Oh krass, okay. Also wenn es da um Schießen und sowas geht, bin ich eher dabei. Aber Rennen ist so, naja, da spiele ich lieber Need for Speed oder sowas. Obwohl ich die Game Physik von GTA, was die Rennen betrifft, eigentlich ziemlich cool finde. Also es ist nicht schlecht gemacht, ne? Nee, das kann man, das stimmt, ja. Ja. Was ist los hier? Was ist los? Mann, ich möchte das jetzt eigentlich gar nicht sagen, ne? Aber ich glaube, mein Lenkrad, ne? Geht das kaputt? ist bald so weit, dass es Feierabend. Ja, das geht nicht mehr lange, glaube ich. Echt? Herzlichen Glückwunsch. Wie jetzt? Was ist denn? Na, das Problem ist einfach, das Control Panel. Das Lenkrad funktioniert einwandfrei, aber das Control Panel, das hat manchmal so Aussetzer. Dann geht es wieder mal ganz langsam, dann geht es wieder in der Ultrageschwindigkeit, dass sich das sowas bewegt. Irgendwas ist da nicht ganz richtig. Also der Joystick. Der Joystick ist es, ja. Oh oh. Kann ich mir durchaus vorstellen, ne? Plastik. Das ist. Ja. Mal gucken. Mal gucken. Das Ich ist habe ja bei mir natürlich. eher, ich habe ja bei mir eher die Befürchtung, das Lenkrad geht kaputt durch ETS, aber noch hält's. LOL, der Baum ist. Wow. What? Okay. Ich bin an den Baum gefahren, der ist ja umgefallen. Da war auch Ach angesägt, muss so, ich ja, das mal kann gut sein. Fließ und ich haben. Ja, ist schon ein Ihr bisschen habt her, hier wo wir ein Bäume paar angesägt. angesägt. Ja, so auf gut Glück. Oh, nice. Wir haben Wie eigentlich sieht's? auf den Windstoß gewartet, aber. Sieht das hier eigentlich bei dir so pedalentechnisch aus? Ist da noch alles fit? Das ist alles einwandfrei. Pedalen hatte ich auch Windstoßmensch? keine Probleme. Doch, tatsächlich hat es meine Freundin mal gesagt, weil sie hier im Zimmer war, wo ich aufgenommen habe, ob ich nicht mal meine Pedale ne, ölen, Wirm? schmieren oder wie auch immer möchte. Ich hab ein fettes Headset am Kopf, ich höre das nicht, ne? Okay. Aber anscheinend ist es wohl relativ laut. Die quietschen, ja, Du das kann spielst ich mit. schon dort Du bestätigen. spielst auch mit Headset. Ja. Das musste ich, das habe ich mir abgewöhnt. Ich kann es einfach nicht mehr. Es geht nicht Ich bin. mehr. Weil ich habe seit Ewigkeiten kein Headset mehr aufgehabt, weil ich immer tierisch Probleme mit dem Kopf gekriegt habe, wenn ich die ganze Zeit so ein olles, schweres Ding da auf der Rübe hatte, mehrere Stunden. Und habe dann so überlegt, probierst du einfach mal diese In-Ear-Kopfhörer. Ne? Erst Ja. hatte ich ganz normal vom iPhone so eine Apple-Kopfhörer. Bin ich super gut klargekommen, haben mir aber von der Qualität her, also Qualität war gut, ohne Frage, aber haben mir so irgendwie, haben die mir nicht zugesagt, ich weiß nicht warum. Und habe dann von meiner Freundin die Samsung In-Ear-Kopfhörer ausprobiert. Ist gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall, aber ich benutze sie nur noch. Also die sind der Obershit. Und das Krasse ist, dass ich zum Beispiel bei solchen Spielen, bei solchen Shooter-Spielen, wo es eben auch ein bisschen drauf ankommt, wo die Steps sind und so weiter, ne? Wo du hören musst, von welcher Richtung das kommt und so. Ich sehr, sehr gut höre, also wirklich sehr gut und auch öfters besser wie die anderen. Ne? Dass ich die Sachen eben höre. Und das mit so einem In-Ear-Kopfhörern, was ja nimmer keiner glauben will. Hast du das gerade gesehen, Randy? Also habe ich gerade, ich hatte erst gedacht. Nee, das war nicht extra. Das ist, ich Ach bewege so. den Joystick komplett, ne? Aber es geht nicht schneller. Alter Schwede. Ja, das ist nicht so, wie es sein sollte. Ich geb dir 2 Monate. Ja. Ich habe die Rechnung schon mal auf den Tisch gepackt. Nice. Stimmt, ist ja noch Garantie drauf. Okay. Nee, Es also ist ich aber jetzt, wirklich weißt, sehr ja. schade Ja, glaubst du? mit dem Lenkrad. Ja, ich meine, es hat schon einiges mitgemacht, muss man ganz ehrlich sagen, ne? Aber. Also ich habe hier ein G25 Lenkrad. Das hat schon einiges mitgemacht. Also das wurde vergewaltigt auf übelste Art und Weise.
In sämtlichen Rennspielen, die es, glaube ich, auf dieser Welt gibt. Und soll ich aber sagen, es funktioniert immer noch. Ja. Und ich glaube, das kannst du mit dem LS-Lenkrad nicht mal ansatzweise, also wirklich nicht mal ansatzweise bringen. Hat man ja bei dir gesehen. Bei dir hat sie das Lenkrad zerschrottet, oder? Bei mir ist das Lenkrad, ja. Bei mir wackelt es einfach nur, das wackelt ja schon die ganze Zeit. Ja, wackeln habe ich mich schon an gewöhnt, ne? Aber jetzt, wenn es jetzt mit solchen... Du darfst da halt keine hektischen Bewegungen machen. Ist so manchmal so bei ETS, ATS nicht so wirklich möglich, aber... Ja, also wenn du irgendwann das Lenkrad in der Hand hast, weißt du, das war zu viel. Ja. Ich finde es interessant, dass sich Randy ans Wackeln gewöhnt hat. Ja. Ich mache das jetzt so mit der Maus. Ist er, habt doch Freitag 20 Uhr immer einen Termin bei dir. Mhm. Mhm. Zeigst du mir den Wackelpudding oder was? Ja, yeah. Ist wieder drauf. Was wollt ihr? Füßi, ich muss dich jetzt mal ganz doof fragen. Ja. Was machst du? Wie, was mache ich? Was machst du? Ja, Bäume fällen. Mit dem Ding da hinten dran? Nee, ich hatte den angesägt, der ist aber nicht umgekippt. Jetzt habe ich den so. Einfach umgestoßen. Ich habe jetzt die ganze. Ich habe gedacht, ja, du fällst die Bäume. Da kam mir schon wieder die Erinnerung aus Hardworking hoch, also... Ja, so. Seid ruhig, ey. Ja, aber wegen den Kopfhörern, weiß nicht, ihr seid ja nicht so die Fans von so... Ich hab's mal ausprobiert, weil ich's bei dir gesehen habe und ich war damit total unzufrieden, keine Ahnung. Was war unzufrieden, also was hat dich gestört, oder was war... Die sind mir immer aus den Ohren gefallen und, Okay, diese In-Ear-Kopfhörer musst du halt wirklich in die Löffel reindrücken, ne? Ja, ja, gut. Drücken bis knackst, ne? Drücken bis Anschlag. Ja. Bis er am Trommelfell anstoßen. In-Ear-Kopfhörer sind sehr gewöhnungsbedürftig, ja. Das stimmt. Das ist vollkommen korrekt. Ne, ich bin ja auch gewählt. Ich hatte ja auch Ewigkeiten, das was du auch hattest, ne? Das G35. Ja. So, das ist. Problem ist halt immer, ne? Ist halt immer. Na, Niska, was machst denn du? Deine neue Freundin? Niska, ja, ja. Hab's gestern kennengelernt, wo ich. Ukraine-Import oder was? Auf jeden Fall, nein, egal, ja. Russland, ja. Ja, und die Dinger sind aber, gehen ja auch irgendwann immer kaputt und die Anschaffung war halt mir zu teuer. Und da bin ich halt auf Dings gekommen, teuer, auf ja, 120 Euro kosten die immer noch. Aber und mit Kabel? Mit Kabel, logisch. Gibt's ja auch schnurlos. Ja, das kostet noch mehr. Und da bin ich auf Sennheiser gekommen. Und die sind ja auch bekannt für saugute Qualität, sind aber scheiße teuer. Und die billigsten Kopfhörer, also wirklich nur Kopfhörer von Sennheiser, die sind bei 26 Euro. Die sind eins, ja, die sind ultra leicht, wäre also auch was für dich, die drücken nicht, die liegen halt einfach nur drauf und haben halt, was halt Musik angeht, sind die halt eigentlich ganz gut aus. Ja, ich glaube, die sind halt eher so für so ein iPod gedacht oder so, ne? Oder irgendwie so, wenn du unterwegs bist und Musik hören bist. Ja, 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 sowas sind die da. Schirmen aber eigentlich auch gute Umgebung ab, also von daher, das ist halt das, ich hatte ja auch schon mal solche Indoor-Stöpsel hier. Aber sind sie denn von der Qualität jetzt hier? Ja, das ist Bombe. Also wie gesagt, okay. Gerade für Musik sind die Dinger Bombe und für den Preis sind aber halt auch die, also mein Gott, was macht ihr denn? Also ich habe keine Ahnung, aber irgendwie ist es ein bisschen geflippt hier gerade. Ich bin müde, ich schlafe jetzt. Simulator. Physik im Multiplayer wurde verbessert. Aber ich habe dich doch nur ganz leicht berührt jetzt, oder? Ja, irgendwie. Ja, aber der Baum hat sich in den Boden gepackt und dann war Feierabend. Ach so, naja, das hast du dann, ne? Was hast du dann? Also wie gesagt, die sind top, sind auch die billigsten. Sennheiser bietet ja auch Headsets an, die sind auch Level jenseits der 300. Pack mal den LKW um. Ja, beziehungsweise und lass mich das nochmal kurz hier rein. Das Problem, was ich immer bei diesen In-Ear-Dingern hatte, oder allgemein solchen Kopfhörern, die decken ja nur die Umgebungsgeräusche ja null ab. Ja. Das ist dann immer so, dass bei den G35 hast du ja auch außerhalb gar nichts mehr gehört. Da hörst du deine eigene Stimme sogar übelst. Achso, ja, stimmt. Du hörst dich selber übelst leise und das hat mich, ey, das war auch übelst gewöhnungsbedürftig, fand ich. Ja. Ja. Gut, was benutzt du, Werner? Ich habe Biodynamic tatsächlich. Wow. Das ist was Feines. Das ist richtig angenehm, ja. Also kostet zwar eine Lawine, ne? Aber. Biodynamic, nice. Biodynamic, ja. Ja. Das ist halt, weil ich hatte ja auch so ein Rode, ne? So ein Großmembran-Gedöns. Ja. Aber da bin ich irgendwann nicht mehr klargekommen. Weil ich habe hier drei Bildschirme vor mir, ne? Ich habe das NS-Lenkrad mit dem Control-Bändel, dann habe ich noch ein Großmembran irgendwo rumhängen. Ich habe nichts mehr gesehen. Ja. Das muss ich einfach so sagen. Kann ich nachvollziehen, ja. Ja, und deswegen habe ich mir irgendwann mal so ein Biodynamic zugelegt. Das ist eigentlich optimal.
bin ich jetzt. Das sind, du hast jetzt quasi, das ist ein Headset-Mikro, was du jetzt hast? Das ist ein Headset-Mikrofon, ja. Oh Leute. Ach echt? Das ist alles Headset. Ja. Oh, das ist aber... Biodynamic ist da richtig krass unterwegs, aber... Teilst du dementsprechend auch, gestatte mir die Ausführung, das kostet ein Leben. Ja, es ist wirklich, ne? Ja. Ja, wegen, nee, meinst du wegen so Anspielungen, Lawine, Kosten, Lawine? Ja, und, ja, ne, wenn, ich hab schon verstanden. Ja, danke. Oh, das war ja wieder ein ganz versteckter, du bist ja schon wieder ein pädalistischer, das ist halt absolut Wahnsinn. Ja. Aber man muss aber dazu sagen, dafür, naja, man muss es schon gegenrechnen, weil kauft ihr einen Großmembraner, kauft ihr ein ordentliches Interface oder Mischpult dazu, und dann noch ein ordentliches Headset. Und da hast du halt alles in einem, ne? Genau. Das ist halt das. Und ich kann das Mikrofon jetzt auch weiter weg oder weiter ran oder wie auch immer. Da ist auch ein Popschutz bei und alles. Also es ist halt nicht, es ist fast kein Unterschied zum Großmembran, finde ich jetzt. Ja. Es ist alles bei, es läuft auch über ein Mischpult, über ein Behringer Mischpult, alles, ne? Alles ganz normal. Hä? Ja, ja. Vorsicht! Du Moment, du steckst das Headset am Mischpult an? Ja, ja, das hat extra so ein, ich weiß, ich kenne die Fachausdruck nicht. XLR-Kabel? Danke. Genau, dass so ein Anschluss hat es. Okay. Ja. Das ist ja krass. Darf ich mal fragen, was das kostet? Das war irgendwo bei 320, 330 Euro. Spürst du was auch? Weiß krass. Nicht, also ich könnte mir nichts anderes mehr vorstellen. Muss mal bei Amazon eingehen. Ich muss sagen, welches Mikro ich gern hätte, muss ich jetzt ehrlich mal zugeben. Ne? Also ich habe ja das Rode NDSA. Ja. Das ist wirklich ein sehr gutes Mikrofon. Also benutzen ja auch die meisten und bla bla bla. Aber ich hätte gern das Mikro, was Dalu hat. Das finde ich absolut oberklasse. Das nicht das Samsung? Dalu. Ich kann dir nicht sagen, was genau. Aber er hat halt eins, wo du halt diesen Popschutz integriert hast. Ne? So als wie Gronkh auch hat, wo du nicht diesen neuen Popschutz da noch davor hast. Ist es nicht ein Rode, wie heißen die? Stimmt, Rode hat da auch so eins, das neue. Nee, aber das hat nicht das von Rode. Also Dalu hat nicht das von Rode, ja. Aber das ist, eine ganz eigene Firma oder so, keine Ahnung. Das ist so extra so für Kommentieren halt gedacht, so ja. Kommentator-Gedöns da. Das muss auch, muss auch in der Preisklasse heavy sein. Und das Krasse ist bei Dalu, er hat das angesteckt, fertig. Ne? Er musste nichts einstecken, gar nichts. Also er war ja damals echt überrascht, also angesteckt das Mikro und bäm, es hat gepasst und das ist natürlich geil, ne? Ey, also ich hatte schon 2-3 Tage gebraucht, bis ich wirklich die optimalen Einstellungen gefunden habe. Ja. Weil dann drehst du hier nochmal rum und da nochmal, dann ja, machst klar. Du softwaretechnisch noch was und ja. Was ich nur noch nie so ganz verstanden habe, beziehungsweise schon Tino, es gibt ja auch welche, die das Rode halt haben. Die sitzen im Raum und das Mikrofon ist gefühlt, keine Ahnung, Meter weg und die hören sich an, als würden die davor sitzen. Ja, das weiß ich auch nicht, wie sie das hinkriegen. Ja, das ist. Wenn ich jetzt hier weggehe, merkt man das sofort. Ja, klar. Also, das ist. Ich verstehe nicht, wie die das hinkriegen. Weil du kannst ja den Pegel nicht einfach lauter stellen. Du hast ja so ein Großmembraner ist auch dafür da, dass du mit der Schnude direkt eigentlich am Mikro bist. Mhm. Also, das ist ja auch so gedacht. Ich hatte ja auch das Rode NT1A und da gebe ich ja den goldenen Punkt vorne, ne? Ja. Genau, das ist ja die Seite, wo du, glaube ich, reinsprichst. Ich hatte das am Anfang, ich hatte das ungefähr 20 Folgen in der LS, hatte ich das verkehrt rum. Hat sich ganz gut angehört. Weißt du, da bist du einmal motiviert, ne? Nimmst 20 Folgen an einem Tag auf. Ja, toll. Aber ich müsste jetzt selber gerade mal gucken. Nee, das passt schon. Das hätte man gemerkt. Das hast du sofort gehört. Also, wenn der Hund draußen bellt und du hörst das eher als wie die Stimme, dann hörst du das. Bestes Beispiel. Wow. Die Messi-Bude wieder, ey. Da hört man es, Alter. Ohne Scheiß, ey. Das sind seine 4 Monster Energy. Ohne Witz. Die sind mir gerade umgekippt. Wow. Das ist unglaublich für sie, ey. Es ist unglaublich. Oh, heute ist echt nicht mein Tag, ey. Und das alles kurz vor der Gamescom. Oh Mann, ey. Wenn er sich daran die Situation mit die Pfandflaschen ja, das ruft Erinnerung wieder. Dafür war der gut. Keine Ahnung, um was es geht. Ich weiß es auch nicht. Die Pfandflaschen. Hof Bergmann, ich glaube 15. Folge oder so. Ja, hörst du nur ein übelstes Scheppern und sind die ganzen Pfandflaschen vom Fensterraum runtergezogen. Ach, ich glaube, da kann ich mich daran erinnern, ja. Ja, ja. Was ist letztens die Wäsche vom Balkon?
Nee, das war ja bei Freezy, bei Bergmann. Dir war das, die da runtergefallen sind? Nee. Bei mir, bei Dings, bei jemandem, der nicht mehr da ist. Ach so, ja, okay. Ja, da sind die ganzen Pfandflaschen da runtergeknallt. Crazy. Ja. Schön. Ach ja, aber wir sind erstmal wieder durch, meine lieben Freunde. Wir haben ganz schön was geschafft hier. Der LKW ist fast voll beladen. Und was wir hier für Holz rödeln, ist natürlich krass. Und ich glaube, ich weiß, was wir uns holen wollten. Wir wollten uns den Häcksler holen. Wir wollten häckseln. Hackschnitzel machen. Hackschnitzel, können wir auch mal machen. Na. Oder halt so in Kombination, so Hackschnitzel mit was weiß ich. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall bei den anderen vorbei. Alles unten in der Videobeschreibung. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst das Däumchen da, schreibt uns einen netten Kommi. Und in diesem Sinne, bis übermorgen. Tschüss. Tschüss.